Willkommen in der X-Arena, dem Hindernis- und Trampolinparcours von Superfly Airsports. Meistere die 8 Sektoren in deiner persönlichen Bestzeit. Aber Vorsicht, es werden dich viele knifflige Aufgaben erwarten. Damit du sicher unterwegs bist, gelten neben den allgemeinen Sicherheitsregeln zusätzlich unsere X-Rules. Um am Ende eine Gesamtzeit zu erhalten und womöglich die Bestzeit zu knacken, müssen alle Sektoren chronologisch durchlaufen werden. Starte bei Sektor 1 und ende bei Sektor 8. Erst dann wird deine Gesamtzeit auf dem Screen oberhalb der Arena-Terminals angezeigt. Zudem kannst du an den Terminals beim Aufrufen deines Profils deine persönlichen Sektorenzeiten erfahren. Natürlich willst du die beste Zeit für dich persönlich rausholen, achte in dem engen Parcours aber auf andere Sportler und nimm Rücksicht. Hinweisschilder an jedem Sektor und Pfeile auf dem Boden leiten dir den Weg. Vorsicht, der Boden in der X-Arena ist teilweise mit Gummiboden ausgelegt, teilweise auch gepolstert. Achte auf die Beschaffenheit der Attraktionen und bleibe fokussiert. Das Absolvieren der Sektoren erfordert Konzentration, Koordination und Muskelkraft. Die Aufmerksamkeit und Körperspannung sollte hochgehalten werden. Überschätze deine Fähigkeiten nicht. Das Ausruhen innerhalb eines Sektors ist nicht gestattet. Nutze die Pause zwischen den Sektoren, um deine Kräfte zu sammeln. Pausen werden in deine Gesamtzeit nicht eingerechnet. Die Benutzung der X-Arena ist ab 10 Jahren gestattet. Jeder der 8 Sektoren ist mit einer Zeitmessung ausgestattet. Um einen Sektor zu absolvieren, lege dein Flight Ribbon auf den Sensor in die Mitte der Zeitmesstürme. Es ertönt ein Signal und ein blauer Ring baut sich auf. Sobald der Zeitmessturm grün leuchtet, kannst du starten. Wenn du die Hindernisse gemeistert hast, hältst du das Flight Ribbon auf den Zeitmessturm am Ende des Sektors. Wieder folgt ein akustisches Signal und der Terminal leuchtet grün. Somit ist der Sektor abgeschlossen. Leuchtet der Turm rot, ist die Zeit nicht gemessen worden. Sektor 1 – Die Endfarm. Finde den schnellsten Weg nach ganz oben und verlasse die Ameisenfarm über die Freefall Slide. Rutsche immer mit den Füßen voran und auf dem Rücken liegend, die Arme auf der Brust gekreuzt. Sektor 2 – Der Wall Run. Laufe über die Brücke, bezwinge die Kletterwand und läute die Glocke. Sektor 3 – Jump'n'Run. Laufe die Halfpipe hinauf, läute die Glocke, renne zu den Rolling Stairs und rutsche die Pole hinab. Aufgepasst! Die Rolling Stairs haben ihren eigenen Kopf. Balance und Konzentration gehen vor Schnelligkeit. Sektor 4 – Die Wobbly Pins. Springe von Pin zu Pin und erreiche das Ziel ohne abzustürzen. Vorsicht! Die Pins bringen dich schnell aus dem Gleichgewicht. Wenn du stürzt, musst du von Beginn starten. Sektor 5 – Die Three Towers. Entscheide dich für einen der drei Türme und bezwinge den Aufstieg. Springe aus luftiger Höhe in das Airbag. Lande dabei immer großflächig auf dem Rücken. Steige kontrolliert aus dem Luftkissen und renne zum Bounce Run. Durchquere den Parcours und springe in den Foam Pool. Aufgepasst! Die Trampoline haben viel Power, unterschätze sie nicht. Durchquere den Pool und klettere über das Netz hinaus. Sektor 6 – Ninja One.
Bezwinge alle 6 Hindernisse. Setze deine Kraft und dein Geschick perfekt ein. Sektor 7. Ninja 2. Wie in Ninja 1 erwarten dich auch hier 6 Hindernisse. Vorsicht, es sind besonders viel Konzentration und Geschicklichkeit gefordert. Sektor 8. Zip Out. Renne zum Zip Tower. Bezwinge den letzten Anstieg und fliege an der Zipline hinab. Denk dran, frühzeitig abzuspringen, jede Seilbahn endet irgendwann. Nun bist du gewappnet für die kommenden Aufgaben. Starte deine Mission und schlage die Bestzeit. Challenge accepted?